Ja, so die Szene gerade, das ist, glaube ich, schon so eine der emotionalsten Szenen im Spiel. Ich meine, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber natürlich sind die PMD-Spiele auch immer dafür bekannt, sehr emotionale Abschiedssequenzen zu haben. Also quasi das Ende vom Spiel, das Ende der Hauptgeschichte, die Credits, ne? Es ist halt auch immer schon ein sehr wichtiger Fakt in allen PMD-Spielen, logisch. Aber abgesehen davon finde ich halt schon, dass die Szene da wirklich auch immer noch sehr emotional behaftet ist. Also auch wenn man weiß, was passiert, trifft es einen irgendwie immer noch. Und das ist ja eigentlich der beste Beweis dafür, dass sie es gut gemacht haben. Also wenn du die Szene wirklich immer und immer wieder spielen kannst und sie dich jedes Mal aufs Neue trifft, dann haben sie was richtig gemacht, ne? Also ich weiß, es ist irgendwie so mit die schlimmste und irgendwie auch beste Szene im Spiel. Auf eine ganz paradoxe Art und Weise, sag ich mal. Weil ich meine, dass Gengar natürlich Dreck am Stecken hat, das wussten wir. Die wurden uns ja auch als Antagonisten vorgestellt, die Leute von Team Übel. Und er hatte uns ja auch auf dem Berg der Vorzeit gesehen. Deswegen konnte man sich, glaube ich, auch schon denken, dass das Ganze nicht ganz so positiv ablaufen wird. Dann wiederum, oben auf dem Donnerberg, wurde auch schon gesagt, dass wir ein Mensch sind. Was habe ich da? Eine Linkbox gefunden. Und das hat Tengulist auch gehört. Und der hat kein Fass aufgemacht. Aber ja, war irgendwie schon klar, dass da irgendwas passieren wird, leider. Nur das hat mich damals auch so kalt erwischt, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, weil es ist halt klar, es hat auch hier und dort ein bisschen Dramatik. Logisch, Naturkatastrophen, Pokémon in Not, du hast keine Erinnerungen. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich schon ein Spiel mit einem recht freundlichen Unterton, finde ich persönlich. Alles ist farbenfroh und Freundschaft und, ne? Und dann kommt halt so eine Szene und du denkst dir so, Also das war schon ein Schlag ins Gesicht damals. Da war ich ja auch noch ein bisschen jünger. Wann kam das Spiel ursprünglich raus? 2004 eventuell. Ich meine, da war ich 11, ne? Dementsprechend, das hat mich schon sehr hart getroffen. Und ich glaube, auch Mystery Dungeon war so die erste Spielereihe für mich, die wirklich mal eine tiefergehende Story hatte, weil ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur Pokémon-Spiele gespielt hatte und die Haupteditionen sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, mit unglaublich tiefgründiger Story zu glänzen. Dementsprechend, das war schon hart. Und das ist es irgendwie auch immer noch. Also, deswegen habe ich auch kurz, bevor wir dann zum Pokémon-Platz gelaufen sind, erstmal einmal kurz durchgeatmet, weil das ist schon nicht so schön, da so hart von Gengar plötzlich exposed zu werden, vor allem. Nur wie ich das gerade schon mal gesagt habe, man kann es Gengar nicht, also doch, Gengar kann man es voll verübeln. Man kann es allen anderen Leuten nicht verübeln, weil wenn einem das halt so präsentiert wird, dann ist ja irgendwie auch logisch, dass man das halt erstmal glaubt. Ne, es wird halt so dargestellt, als wäre es eine Tatsache. Und selbst uns fällt es ja schwer, das Ganze nicht auf uns zu beziehen. Also selbst für den Protagonisten und natürlich auch für den Partner ist das gar nicht mal so leicht, dann zu sagen, okay, das hat nichts mit uns zu tun. Deswegen kann ich das halt voll verstehen bei den anderen Pokémon und dass die ihren eigenen Arsch retten wollen. Ja, logisch. Ne? Und dass das natürlich dann die beste Methode ist, genau das zu tun, da habe ich auch vollstes Verständnis für. Nur ist trotzdem natürlich hart, wenn man dann von allen plötzlich so verstoßen wird. Dann wiederum, ouch, ist es natürlich auch dann umso schöner zu sehen, dass unser Partner, ouch, an uns glaubt. Auch wenn er kurz gezweifelt hat, aber wenigstens danach hat er an uns geglaubt. Es ist natürlich schön zu sehen, dass wir da nicht alleine sind. Eine Wankelbrille. Und dass auch in den Momenten, wo wir selber nicht an uns glauben, wenigstens jemand anderes an uns glaubt. Und dann eben auch die ganzen Pokémon, die wir gerettet haben. Raupi und Safcon, Dickda, die Papunga. Also es ist schon ganz schön, dass man da nicht komplett alleine dasteht. Und ich meine, klar, Simsala hat ja gesagt, er wird uns bekämpfen. Na, logisch. Aber wie Jan schon sagt, er hat irgendwie auf seine Art und Weise ja trotzdem uns so ein bisschen gerettet, sag ich mal. Weil sie hätten uns die eine Nacht ja nicht gewähren müssen, ne? Und
Trotzdem haben sie gesagt, okay, ihr habt eine Nacht, euch vorzubereiten. Und Simsala hat ja auch gemeint, wir sollen auf jeden Fall fliehen. Deswegen, ich glaube, die wollen uns eigentlich auch nichts antun. Ist da ein Kecleon-Markt? Tatsache. Ein sehr leerer Kecleon-Markt. Okay. Also das finde ich eigentlich schön, dieser versteckte Hinweis von Simsala. Okay, ihr habt eine Nacht, die er vielleicht auch für uns rausverhandelt hat, keine Ahnung. Guckt, dass ihr wegkommt. Dass ihr auf dem Weg dorthin... Oh, ich habe gar keinen Platz mehr, aber so einen Erstarrorb würde ich halt schon gerne mitnehmen. Die brauche ich sowieso nicht. Dass ihr auf dem Weg irgendwie die Wahrheit herausfindet. Das ist schon schön. Vor allem die Musik dazu, die unterstreicht das auch nochmal perfekt. Es ist so eine Hassliebe. Ich mag die Szene unglaublich gerne von der Inszenierung her, aber ich hasse sie gleichzeitig dafür, dass sie mit meinen Gefühlen irgendwie spielt. Aber ja, ich glaube, Simsala ist auf jeden Fall auch auf unserer Seite. Musste es halt nur ein bisschen mehr verstecken. Ist halt nicht so einfach, jetzt irgendwie Gegenbeweise zu finden, dass wir eben nicht der Mensch aus der Legende sind, beziehungsweise dass wir nichts damit zu tun haben irgendwie. Aber eine andere Möglichkeit, als es zu versuchen, haben wir halt sowieso nicht, ne? Jan? You okay? Dann wiederum so rein Gameplay-technisch. Ist schon hart. Meine Güte. Hau ihm lieber auf die Fresse. Vielen Dank. Dann wiederum gameplay-technisch. Ist es schon nicht so leicht, weil du nicht zurück zum Pokémon-Platz kommst. Dementsprechend musst du halt mit dem wirtschaften, was du hast. Mit deinen Items, mit deinem Geld. Gut, einkaufen kannst du sowieso nicht. Mit dem, was du halt findest. Das kann halt auch schon irgendwie ziemlich schwer sein. Also da merkt man schon, dass man auch gameplay-technisch jetzt komplett auf sich allein gestellt ist und ja auch keine Aufträge mehr machen kann, du kannst kein Intensivtraining mehr machen. Du musst halt wirklich mit dem arbeiten, was du hast und jetzt so einen kleinen Marathon hinlegen. Also finde ich auch gar nicht mal so einfach und das war auch die Stelle im Spiel, wo ich als Kind ganz schön gehangen habe. Ich werde euch später genau sagen, wo. Also das war schon knüppelhart für mich damals. Aber gut gemacht ist es auf jeden Fall. Also, den essen wir einfach mal direkt. Kann man nichts gegen sagen. Also gameplay-technisch eigentlich schon ziemlich gut eingefädelt, sag ich mal. Um Gottes Willen. Au! Au! Jan hat mich gerade getötet. Okay. I'm sorry. Das war der Ausgleich für den Donnerblitz von vorhin. Das stimmt. Und die Belebersamen sind übrigens auch sehr schnell weg. Bei diesen ganzen Missionen. Und ich bin nur noch zu zweit, das stimmt. Das ist auch ein bisschen uncool, wenn man sonst immer mit ein paar mehr Pokémon unterwegs war. Nennen wir es mal so. Ist schon ein ganz schöner Unterschied, ja. Definitiv. Die Verwirrung ist schon echt mies. Aber gut, dass ich noch... Ein Belebersamen habe ich noch. Da muss ich mal so ein bisschen aufpassen. Gut, dass ich noch ein paar aber im Lager habe. Oh, ein Kindwurm. Aua. Kindwurm ist schon stylisch. Die ganzen Samen kann ich ja prinzipiell eigentlich alle hier liegen lassen. Die braucht eh kein Mensch. Und ja, genau, das war die Stelle, die ich im Originalspiel für die Teammitglieder einfach so schade fand, weil du hattest dann vielleicht dein Lieblings-Pokémon rekrutiert, hatte dann Level 19, passt jetzt zu unserem Level, ne? Und dann warst du auf der Flucht und konntest besagtes Pokémon die ganze Flucht über nicht benutzen, was natürlich ein bisschen schade war. Und nach der Flucht war es dann leveltechnisch nicht mehr unbedingt so zu gebrauchen. Und das fand ich immer ein bisschen schade, weil es sich dann meistens gar nicht gelohnt hat, am Anfang des Spiels Teammitglieder zu rekrutieren, weil du die später dann sowieso nicht mehr gebrauchen konntest. Also das war schon echt blöd. Dementsprechend bin ich sehr dankbar dafür, dass die hier
mitleveln. Ich hoffe mal auch jetzt. Bin ich mir nicht so sicher, aber ich hoffe es, wie gesagt, einfach mal. Weil dann sind sie nicht ganz so nutzlos. So, kommen Sie mal her. Und gehen Sie bitte mal wieder. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die hier in dem Spiel tatsächlich mehr Schaden machen als im Original. Es kann meine Einbildung sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die teilweise immensen Schaden drücken. So. Gut, Jan. Wenn du jetzt noch treffen würdest, wäre das hervorragend. Oh, deine linke Attacke ist auch leer. Was hast denn du überhaupt noch so für Attacken? Okay, aber das ist ja nicht delinked. Das ist interessant. Für Jan. Für die Aquaknarre, weil die ist tatsächlich sehr praktisch hier. Sind wir echt so viele Leute gerade? Wie können wir denn im zweiten Stream plötzlich mehr Leute sein als im ersten? Weil normalerweise ist so, der erste Stream vom Projekt ist immer der übelste Hype und der zweite ist dann natürlich schon deutlich weniger. Ihr wollt mich alle nur sterben sehen. Das ist der Grund. So, gestern war ja eigentlich, abgesehen vom Finsterforce, der war nicht so nett zu mir, eigentlich schon recht easy peasy. Und ihr habt euch gedacht, ihr kommt dann heute alle aus euren Löchern gekrochen. Erstmal der Zapdos-Kampf, der nicht ohne war. Und jetzt die ganzen Dungeons hier, die mich tot sehen wollen. Ich verstehe. Das ist eure Taktik. Nein, aber ist schön, dass so einige Leute da sind. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken. Also beim Spielen habe ich auf jeden Fall Spaß, auch wenn ich manchmal ganz schön auf die Mütze bekomme. Aber das gehört irgendwie dazu. Also ich sag mal, ich bin jetzt auch nicht böse, wenn der Schwierigkeitsgrad human ist. Aber so ein bisschen Herausforderung ist schon ganz nett. Aber je länger ich dieses Spiel spiele, desto mehr wünsche ich meine Standard-A-Attacken zurück. Die sind manchmal echt ganz praktisch gewesen. Es hat sich rumgesprochen. Das klingt irgendwie interessant. So auf Discord. Wobei, da wusste eh jeder, dass ich das streame. Von daher gesehen. So. Ich glaube, wir nähern uns auch langsam dem Ende. Und ich meine, gut, vielleicht konnten auch gestern einige Leute einfach nicht. Aus Zeitgründen. Oder wollten eben auch erstmal selber ein bisschen spielen. Und haben jetzt vielleicht so ein kleines Puffer sich angeeignet. Sodass sie jetzt sagen, okay, jetzt kann ich gucken. Jetzt weiß ich, was passiert. Oh, sehr schön. Wenn du paralysiert bist, dann kann ich auch einfach schwächere Attacken machen. Wobei, so viel schwächer war das jetzt gar nicht. Ich würde gern PMD spielen, aber ich habe momentan ein anderes Spiel. Ja, läuft ja auch nicht weg, ne? Also man kann sich ja auch durchaus auf ein Spiel freuen. Habe ich eigentlich? Kann ich hier mein Geld auch irgendwo sehen? Ich hätte schon einiges an Geld. Ich glaube, ich gehe mal bei Kecleon einmal gucken. Nee, es läuft ja nicht weg. Man kann ja auch Hype auf ein Spiel sein und dann sagen, okay, ich spiele es aber jetzt nicht zum Release. Oh no. Oh. Gut gemacht, Jan. Einmal so. Den essen wir. Der kommt mir gerade recht. Und das Geld nehmen wir auch noch mit. Und dann gucken wir hier nochmal, ob wir noch was Schönes einkaufen können. Verwurzler, das glaubst du ja wohl selber nicht. Nur ich habe fast keine Attacken mehr, aber ich kann das noch besser wirtschaften als Jan. Was macht die eigentlich? Ach, nee, lass mal. So, Kecleon, was hast denn du Schönes? Ist das da ein Belebersamen? Ein Mini-Belebersamen. Ja. Oh. Wartet. Ich hab's gleich. Den Lebenssamen kann ich erstmal fressen. Nom. Nice, mehr KP. So. Ja. Take my money und dann gehe ich wieder. Weil klauen möchte ich bei dem, ehrlich gesagt, nicht.
bin nicht lebensmüde, aber so ein Belebersalm kann man halt doch immer mal wieder gebrauchen. Und weiter. Also das ist, glaube ich, bislang auch echt der größte Dungeon. Ja, der Dungeon ist ziemlich lang, das stimmt. Passt ja auch so als erste große Hürde jetzt für unsere Flucht. Moment. Du gehörst nicht zum Team. Aber du hast dich gut getan. Deine Füße sind nur etwas aufgefallen. Ist angenehm, dir zuzuhören. Das freut mich. Versuche auf jeden Fall nebenbei, Jan nicht Lehmsoda beizubringen. Gut zu quatschen und ich sag mal, sie so ein bisschen emotionaleren Stellen dann auch dementsprechend vorzulesen und da nicht großartig Firlefanz zu machen. Ich glaube auch, dass es sein kann, dass die reinzoomen, wenn ein Crit kommt. Das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal aufgefallen. Finde ich aber eigentlich auch ganz schön. Ich habe das einmal gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Wir haben doch alle mal bei Kecleon geklaut, weil wir es nicht besser wussten. Und danach haben wir es gelassen. Oder uns eine passende Taktik zurechtgelegt. Nee, ganz früher gab es keine Mini-Belebersamen. Die gab es aber, glaube ich, schon in Super Mystery Dungeon. Wenn ich mich recht entsinne. Ist jetzt auch schon ein Weilchen her für mich und ich habe das Spiel auch nur einmal gespielt. Aber die gab es hier tatsächlich nicht. Da gab es nur die normalen Belebersamen. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht, dass es die gibt. Klar, die füllen keine AP auf, wenn du drauf gehst, aber die sind dafür um einiges günstiger und erschwinglicher. Und dementsprechend kann man die auch ganz gut bunkern. Was ich auch jedem empfehlen würde, gerade früh im Spiel. Ah, da haben wir es auch schon. Die Lapishöhle haben wir mit Bravour gemeistert. Oh, ein DX-Gummi. Das ist, glaube ich, unser erstes tatsächlich. Und noch eine Zitrobeere. Ja, warum nicht? Ans Kangama-Lager geschickt. Puh, endlich haben wir die Höhle hinter uns. Aber wo sind die Pokémon, die uns die ganze Zeit verfolgt haben? Hey, seht nur, da sind sie ja, da drüben. Fangt Svenja. Ah, da kommen sie, lauf! Stehen bleiben, lass sie nicht entwischen! Sie erwarten doch nicht wirklich, dass wir stehen bleiben und auf sie warten. Oh nein, da! Das sieht schon schick aus. Das ist der Feuerberg. Sieh mal, all die Lava, die aus dem Krater fließt. Ob wir hier überhaupt weiterkommen? Sie werden uns bald eingeholt haben. Was sollen wir tun, Svenja? Seht mal, da sind sie. Schnappt sie euch. Uns bleibt nichts anderes übrig. Komm, gehen wir. Seht, da laufen sie. Sie wollen zum Feuerberg. Sind sie verrückt? Der Feuerberg ist doch vollkommen unerforscht. So weit ist noch nie jemand vorgedrungen. Da will ich nicht hin. Es hilft alles nichts. Nur die Mutigen setzen die Verfolgung fort. So ein Mist. Wo sind sie hin? Sie müssen da lang sein. Haltet eure Augen offen. Ich glaube, sie sind weg. Ah, die gute Musik. Könnte auch Zelda Feuer Dungeon Musik sein. Puh, ich glaube, wir sind ihnen entkommen. Aber wir können uns nicht ewig verstecken. Wir müssen durch den Berg dort. Lass uns weitergehen, sobald du soweit bist. Ja, die Feuerwerkmusik finde ich auch richtig gut. Wie gesagt, würde mich auch nicht überraschen, wenn die in einem anderen Spiel als Dungeon-Theme vorkommt. Und ich meine, guckt euch bitte mal diesen Eingangsbereich an. Der ist ja jetzt wohl auch um 300% epischer geworden im Remake. Finde ich übrigens auch echt cool, dass wir auf unserer Flucht wirklich schöne Abwechslung haben. Die Lapishöhle war ja eigentlich ganz schön mit den Kristallen und jetzt zack, Feuerberg. So, wir haben drei... Oh Gott, wie viele Äpfel habe ich denn? Gut, ich habe auch nicht einen gegessen, weil ich immer alles vom Boden gefressen habe. Ich habe zwei...
Ach, das muss ich auch noch mal benutzen. Ich würde gerne noch Belebersamen mitnehmen. So. Dann haben wir die nämlich auch schon mal. Gut, dann sind wir, glaube ich, eigentlich ganz gut vorbereitet für den Feuerberg. Das war mein allererster Problem-Dungeon damals. Dicht gefolgt vom Dungeon, der danach kommt, ohne jetzt vorwegzugreifen. Aber die beiden Dungeons, die jetzt kommen, die haben mich als Kind gekillt. Ich habe nämlich als Bisasam gespielt, bei meinem allerersten Durchspielen. Und dementsprechend war ich nicht ganz so glücklich mit dem Feuerberg hier und habe auch sehr hart auf die Nase bekommen. Also das waren so Dungeons, die habe ich tatsächlich sehr, sehr oft machen müssen, weil ich auch irgendwann keine Items mehr hatte. Das war schon hart, auf jeden Fall. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt so läuft. Aber ich muss mal ganz kurz eine kleine Pause einlegen, damit wir auch gleich gut gestärkt und gut motiviert durch den Feuerberg durch können. Dementsprechend, ja, holt euch gerne was zu essen, was zu trinken und dann gehen wir gleich zusammen weiter. So, Feuerberg, let's go! Packt doch mal gerne einen Jan Rage in den Chat, wenn ihr könnt. Ich finde, das ist sehr passend für diesen Ort. Svenja, bist du soweit? Können wir weiter? Ja, klar. In welche Richtung sollen wir gehen? Ach, es ist der erste Dungeon, der zwei Wege hat. Wunderschön, lieber Chat. Es gibt bei einigen Dungeons noch so kleine Abzweigungen, die sind nicht sonderlich lang. Die kann man zum Trainieren nutzen, um Items zu sammeln. Habe ich früher sehr, sehr oft genutzt, weil ich immer sehr viel auf die Nase bekommen habe im Feuerberg und konnte dann da dementsprechend ein bisschen leveln, vielleicht noch ein paar Belebersamen snacken. Ich würde sagen, wir nehmen den Felspfad auch einmal zumindest, um ihn jetzt anzugucken. Und danach geht es dann direkt zum Feuerberg. Aber einfach für die Vollständigkeit. Und weil ich gucken will, ob der Felspfad anders aussieht als der Feuerberg. Das war nicht der Ort, den ich jetzt hier erwartet hätte. Sieht nämlich ziemlich gut brennbar aus. Und die Musik ist einfach viel zu fröhlich. Aber okay. Nehmen wir. Aber so ganz schick auf jeden Fall. Wobei mir das Grün mit dem Pink von den Blumen so ein bisschen wehtut. Aber sonst akzeptiert. Nee, finde ich eigentlich ganz nett, wenn man wirklich beim Feuerberg scheitert oder vielleicht auch allgemein nur ein bisschen trainieren möchte, dann kann man auf jeden Fall diese Pfade ganz gut nutzen. Die werden wir auch öfters noch sehen. Plus, man kann natürlich auch sehr gut Items sammeln. Habe ich ganz gerne gemacht, weil, wie gerade vor der Pause schon gesagt, war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich keine Belebersamen mehr hatte, weil ich wirklich so hart gescheitert bin am Feuerberg und am nächsten Dungeon. Der nächste war sogar noch schlimmer, kann ich jetzt schon mal sagen. Also der hat mich tagelang beschäftigt und ja, dann musste ich irgendwann gucken, wie ich zurechtkomme und dementsprechend habe ich diese Pfade sehr oft gemacht, ob ich wollte oder nicht. Weiß auch nicht, warum ich mich da so schwer getan habe mit, aber wenn ich so auf den Chat gucke, war ich wohl nicht alleine damit. Aber wie gesagt, einfach so für die Vollständigkeit würde ich mir die kleinen Dungeons hier eigentlich auch ganz gerne mal angucken. Ist so ein bisschen schade, dass ich hier nichts rekrutieren kann. Das heißt, wenn ich dann später was haben möchte aus diesen Dungeons, dann muss ich quasi für Missionen vielleicht nochmal herkommen, wenn wir es wieder zurückschaffen. Das ist so die andere Sache. Ich weiß auch gar nicht, was ich damals als Partner hatte, um ehrlich zu sein, aber ich weiß, ich habe Bisasam gespielt. Einfach weil der Test das ausgespuckt hatte. Joa. Aber zu sehr möchte ich auf den nächsten Dungeon noch gar nicht eingehen, aber ich wollte es in dem Zusammenhang einfach nur mal kurz erwähnt haben. Weil ich meine, klar, wir suchen immer noch Antworten und die werden wir vermutlich nicht einfach im nächstbesten Vulkan finden. Aktuell sind wir, glaube ich, noch echt einfach nur dabei, ein bisschen Abstand aufzubauen, um uns dann auf das Wichtige zu konzentrieren. Ich hatte Vorigel und Endivia. Das ist auch eine interessante Kombination. Keine Liebe für Kanimani, richtig so. Weil ich gegen Kanimani nichts habe. Nur Tyrakrok ist irgendwie, ja, existiert eher weniger. Ach, du hast PMD als Kind komplett ohne Belebersamen gespielt. Ja gut, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man als Kind manches einfach noch nicht so ganz versteht
und dementsprechend eventuell auch das Prinzip der Belebersamen nicht versteht. So, Geld hatte ich ja. Allmachtorb. Nee, ich wollte hier gucken. Taubsamen? Nee. Den nehmen wir mit. Wann immer ich Belebersamen kaufen kann, mache ich das auch. Immer wieder gehen. Wenigstens Kecleon liebt mich, okay? Wenn es schon sonst keiner beim Pokémon Platz tut. Das ist eigentlich die Lore dahinter. Weil ich meine, irgendwo hat man mir gesagt, dass Kecleon irgendwie, oder dass es ein Gerücht gibt, dass Kecleon irgendwie noch heimlich Läden in Dungeons hat. Was bedeuten würde, dass das gleiche Kecleon eigentlich ist? Man weiß es nicht. Aber den Felspfad haben wir auf jeden Fall einmal gemacht. Was? Hier waren wir doch schon einmal. Sind wir nicht von dieser Stelle aufgebrochen? Ich vermute, der Pfad hat uns im Kreis herumgeführt. Wir müssen durch den Feuerberg, wenn wir weiter wollen. Svenja, geben wir unser Bestes. Okay. Dann machen wir das doch auch mal. Wie gesagt, allein so der Eingang sieht schon echt gut aus. Zum Feuerberg diesmal. Das sieht nicht gerade einfach aus, aber wir sollten nicht aufgeben. Das sowieso nicht.